Wobei, viel kann ich heute sowieso nicht mehr machen, weil ich immer demnächst bald schlafen möchte. Aber ich will schauen, dass ich noch so weit wie möglich komme heute. Also jetzt vom Weg her gesehen. Ne? Nein, wir haben zwei schwierige Kämpfe gemacht und ich sag mal so, Pixelmon können wir jetzt sowieso vergessen. Weil für Pixelmon brauche ich auch noch einen Haufen Chips. Ich finde es allerdings relativ schade, dass wir auch von Namemon keine Attacke bekommen haben. Weil die letzte Möglichkeit, da noch eine Attacke zu bekommen, wäre... Naja... Das wäre dann, Metall-Namemon. Weil das ist ein German Level geworden. Ach, guck mal an, die haben Eisattacken drauf. Aber an sich gesehen sind sie relativ schwach. Ich sag mal so, ich hatte ja, ich glaube das erste Mal, als ich da war, ein Champion Level Digimon. Und ich habe mich anschaut von einem Champion Level Digimon. Also ich habe mich echt mit dem Champion Level Digimon von diesem Froschen hier festnehmen lassen, oder was? Okay. Sie wollten nichts Böses von mir, aber nehmen wir mal an, ich hätte gar nicht gewollt. Was hätten sie da gemacht? Wenn ich jetzt zum Beispiel gar nicht mitgekommen wäre. Ja, ich möchte... Dingo kann vorzeigen. Hier, Metallbaumwollen habe ich zwei Stück. Chichibon habe ich zweimal. Otabamon habe ich zwei Stück. Tendamon habe ich zwei Stück. Janmamon habe ich sogar ganze vier Stück, nachdem ich alle vier abgeben werde. Okay, also scheinbar dauert das doch nicht so lange. Ich habe noch ein Baby Mermon. Und jetzt kommt es noch ganz viele Gummimons. Keine Weile dauern. Wir haben noch einen Haufen Zuckerbankkarten, die will ich auch alle hören. Bis.
wie gesagt, das sind halt wirklich Karten, die nichts wert sind. Will er für die Winterrot haben. Das reicht jetzt mal. Rein theoretisch könnte ich jetzt noch mal zurückgehen, weil es ist ja wieder ein neuer Tag, also müsste es ja wieder neue Karten geben. Ja, die Frage ist nur, wie zum Teufel kann ich die Karten bezahlen? Ich meine, die geben 500 Bit, das ist nicht gerade die Welt, aber ist auch nicht gerade wirklich wenig. Aber ich denke mal, zur Not verkaufe ich den Tempo-Chip. Davon habe ich ja jetzt schon eigentlich genug in der Bank rumliegen, von dem her brauche ich die ja eigentlich nicht. Also alles Geld, was ich halt so verdiene, muss ich am Ende halt nicht beschaffen. Ne? Ich könnte auch die Digipilze verscheuern. Das geht auch. Aber ich vermute mal, dass ich die Tempo-Chips verkaufe. Also den einen Tempo-Chip. Thank you.
Jetzt gab es meine Frage. Habe ich Urgrimmer den Bohrtunnel eigentlich schon besiegt? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich Urgrimmer den Bohrtunnel besiegt habe. Aber man sieht es ja. Diese Karten hier bringen echt relativ viel, ne? Sukamon-Karte, Regimon-Karte und Nanimon-Karte. Das hat doch gepasst. Danke für 3 Portionen Hüftsteak. So, schauen wir mal, was Chichimon zu sagen hat. Ninjamon war da und hat das Training ins Auge gefasst. Schön, wie alle arbeiten. Mammon will wertvolle Gegenstände verkaufen. Wie wertvoll will die sein? Die Stadt gedeiht. Ihr wollt schon Reich 45, sieht wirklich sehr gut. Ja, das ist ja schön. Da steht Antromon. Und eigentlich habe ich ja vor, in der nächsten Generation mal auf Sukamon zu gehen. Wahrscheinlich werde ich dann meinen Zauber verwenden. Mal schauen, ob Numemon da ist. Numemon verkauft wirklich tolle Sachen. Socke und Glocke. Keine Ahnung, was es bringt. Okay, also eigentlich war ich der Meinung, dass Numemon Ding verkauft. Kisten und Schuhe. Die Schuhe haben einen tollen Effekt, wenn man sie benutzt, also wenn man sie im Inventar hat. Und man läuft damit rum. Steigert sich das Leben und die MP des Digimons. Und beim Kissen ist der Schlaf erholsamer.
ich sag mal so, wenn man mit einem MP und LE schläft, dann sind die Dinger nicht ganz voll, definitiv nicht. Aber mit dem Kissen wird es das schon. Dein Heidisk, wer sagt's denn? Also mit dem Ultra-Level im Heimatwald kämpfen hat schon Vorteile. Und nehmen wir es mal zurück, ich habe was vergessen. Ich wollte auch schwarze Brett lesen. Schade, dass ich nicht gegen beide Betamons kämpfen kann, das wäre toll. Ich sag mal so, im Heimatwald brauche ich keine Heildisks. MP-Disk brauche ich nur hin und wieder mal. Weil eine Attacke die Digimon weghaut. Von dem her kann ich hier eigentlich gutes Geld verdienen. Ich habe ja schon gedacht, wo das zweite rum sitzt. Hey. Und wenn sie immer eine Heildisk verlieren, hat das ja auch Vorteil. Ich vermute halt, dass sie nicht immer heil. Eben, sie verlieren halt nicht immer Heildisks. Aber mal schauen, was auf dem Ratten Brett steht. Eigentlich müsste da ja noch was stehen. Aber eigentlich müsste da ja jetzt was stehen über Wademund. Eigentlich. Bertramon kann ich auch noch besorgen. Es gibt relativ viel, was ich besorgen kann. Aber alles mit der Zeit. Alien-Digimon aufgetaucht. Wir haben das Ufer gefunden. Das Wesen zeigte sich und sprach unverständliche Worte. Es ist ein Alien. Wird es erscheinen? Zurück. Cooler Laden. Ja, ja, passt schon. Okay, also es gibt wirklich was Neues über Wademann. Dann sollten wir schauen, dass wir Wademann bekommen. Die Frage ist, will Wademann kämpfen? Ich hoffe doch nicht. Muss ja alles in Ordnung haben hier, ne? Sonst wäre es ja relativ öde. Vor allem
während dem Kampf wäre das jetzt sehr schlimm, wenn ich da dann so ja, vor allem im Kampf wäre das dann schlimm, wenn ich, wie sagt man, wenn ich dann die Dinge, die Sachen suchen müsste, die ich geben will, ne? Unhöflicher Kerl. Kerl? Wie? Das könnte Chichimon sein, ne? Marktleiter. Ich wusste nicht, dass man für den Durchgang bezahlen muss. Sag mal, bist du nicht... Ja, tu doch was. Wie geht es den Trimogimon da drin? Das weiß ich nicht. Hoffentlich geht's ihnen gut. Na, dann fange ich mal an.